Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 19.07.2022. Und zum Montag ist unser DAX hier gutes Stück rausgesprungen und gleich wieder Batsch gemacht nach unten. Konnte die Tagesgewinne nicht halten, abgegeben und wieder auf den Gap-Close gestoßen. Wir haben aber, muss man sagen, auf untergeordneter Ebene durchaus jetzt, sag mal, also so kritisch, wie das jetzt hier auf dem Tagesschart wirkt und so kritisch, wie auch, ich sag mal, dieses Abgeben der Gewinne zum Abend wirkte, so kritisch sehe ich das gar nicht, weil man die Aufwärtsbewegung nicht nur auf das vom Montag reduzieren sollte, sondern das vom Freitag gehört ja auch mit dazu und sogar das vom Donnerstag gehört noch mit dazu. Das ist ja eine Bewegung, von der jetzt hier, ich sag ich mal, ein kleiner Teil wieder ausgeglichen wurde. Wir haben nach oben gesehen, die 13,50, von 13,50 hat mir gesprochen, 12,79 hat mir gesprochen, Gap Close 13.000, dann 13,50 hat mir drüber gesprochen und 13,100, 13,31. Das waren so die Bereiche, die wir sehen wollten. Die 13,50 hat jetzt deutlich nach unten getrieben, hat aber bisher eben auch nur den Gap Close erreicht. Das heißt, sollte unser DAX, ja, also noch einen Schritt zurück. Was haben wir jetzt noch erreicht mit dieser 13,50? Wir haben hier ein höheres Hoch erreicht. Ja, also wir haben hier ein höheres Tief, jetzt auch ein höheres Hoch. Das kann durchaus eine ABC werden, aber wir sprechen jetzt erstmal über das bullische Szenario und danach über das negative Szenario. Sollte der DAX sich nämlich jetzt hier, ich sag mal so, hier nochmal kurz auf die 800, 785 oder sowas schmeißen und nach oben treiben oder vielleicht gleich nach oben treiben am Dienstag und einfach wieder zurücklaufen, wäre das positiv zu werden. Ja, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der dann Stück für Stück sich weiter hochbeißt und auch mal hier an der Trendlinie probiert zu knabbern, die dann um 13.115 bis 13.130 liegt und dann mal probiert halt wieder wirklich in die alten Hochs hier reinzuschlagen. Also, wie gesagt, so kritisch sehe ich das jetzt noch nicht. Mir wird jetzt wichtig, wie geht er jetzt zum Dienstag damit um? Ja, also ich will ihn zum Dienstag natürlich jetzt nicht voll wegrauchen sehen, sonst wird das ein bisschen schwieriger und auch unwahrscheinlicher. Denn dann kommen wir jetzt zum negativen Szenario. Ja, wir sprechen immer auf beiden Seiten, nicht um. Manche sagen immer, ja, redet von beiden Seiten, damit du immer Recht hast in der Analyse. Es geht nicht um dieses Recht haben. Ne? Also es geht weder mir noch sollte es einem Trader ums Recht haben gehen, sondern einem Trader soll es darum gehen, Chancen zu identifizieren am Bewegungsmarkt. Und da muss es uns und sollte es uns auch egal sein, wohin sich der Markt überhaupt bewegt. Es muss mir morgen total Pupsrille sein, ob der steigt oder fällt. Denn ich muss schauen, okay, wenn er denn steigt, wo kann ich Geld verdienen? Und wenn er denn fällt, wo kann ich da Geld verdienen? Das ist meine Aufgabe und deswegen machen wir jeden Tag eine neue Analyse und schauen einfach immer für den nächsten Tag, wo sind wichtige Punkte, wie zum Beispiel an den 13,50, wo wir gesagt haben, wenn er das halten kann, wir haben gesagt, er ist noch im Abwärtstrend, er muss auch wirklich über 8,60 rausarbeiten, er muss über die 900 hier drüber, die Kante drüber und dann kann er hier 13,50, 12,79 erreichen und das hat er getan. Ne? Beides schöne Punkte gewesen, 13,50 ein bisschen prägnanter angelaufen und jetzt zurück zu Gap Plus, auch sehr technisch fein, sehr, sehr, sehr akkurat eigentlich gewesen, was er gemacht hat. So, das heißt, läuft er positiv, drückt er sich oben raus oder stößt so, ich sag mal, 12.800, 12.785 oder sowas so nach oben, wäre ich ja noch im positiven Szenario, würde ihm nach oben Luft geben, auch durchaus wieder 13.50 und dann mehr als erreichen. Sollte aber tiefer gehen, auch unter eine 12.775, die kennen wir alle noch, ja, unter 12.775 wird es ein bisschen finster. Ja, weil dann wird wieder 12.665 interessant und unter 12.655 sollte man schon fast davon ausgehen, dass das hier ein ABC war. Ne? Dass es nur eine kleine Erholung im intakten Abwärtstrend war und der Markt von dort einfach weitere Tiefs dann wegschrubbt. Das heißt, umso tiefer jetzt fällt, tiefere Hochs und tiefere Tiefs in der Bewegung drin jetzt, na, sollte man ein bisschen kritischer gucken. Ne? Zum Beispiel kommt er jetzt hier hoch und drückt sich danach tiefer und sowas. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Dann kann er unter 7,75 dann wirklich wieder 6,65 und dann eben auch hier auch wieder komplett runter. 12,500 und darunter ist dann echt Abflug. Ja, also das muss man ein bisschen im Blick behalten. Aber Stand hier ist das erstmal nicht schlimm, dass er die Gewinne vom Montag abgegeben hat, weil er, wie gesagt, die Bewegung kommt von hier. Das ist ein ganz kleiner Teil von der Bewegung, der da jetzt ausgeglichen wurde. Und das von einem sehr wichtigen Niveau aus. Also, das ist auch vollkommen okay, dass er dort runterlegt. Und auch die Leute, die von uns hier die Updates bekommen, da war das auch so geschrieben. 13,50
haben wir schon zu Mittag gesagt, die Reaktion dauert jetzt ein bisschen länger. Wir sollten das aber jetzt nicht unbedingt als zu stabil, also man sollte es nicht unbedingt positiv oder negativ werten, weil das einfach Zeit braucht, so eine Reaktion. Und er durchaus bis 12.975 oder sogar 12.850 von dort runter kann. So haben wir es geschrieben und so hat er es auch gemacht. Und von daher würde ich ihn jetzt nicht zu sehr verurteilen dafür, dass er einfach bloß eine wichtige Marke abreagiert hat. Ne? Das ist durchaus noch auch in einem bullischen Szenario Teilgegenstand. Ja, so, von daher haben wir wichtigen Bereich hier unten eigentlich und alles, was hier rüber geht, würde ich eher noch positiv sehen. Drunter wird es dann kritischer. Ja, können wir so lassen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.